Schauen wir uns dann jetzt mal Galagladion, also mit Gardevoir durch sind. Also, wir können zunächst relativ gut erkennen, dass er die Fähigkeit Felsenfest hat, was verhindert, oder beziehungsweise die Initiative erhöht, falls es zurückschrecken sollte. Redlichkeit hingegen ist doch eine sehr, sehr gute Fähigkeit, seine versteckte Fähigkeit, denn wenn er von einer Unlichtattacke getroffen wird, erhöht sich sein Angriff um 50%. Zwar wird seine Unlicht-Resistenz von Kampf durch den Psychotyp aufgehoben. Trotzdem kann man ihn zu gut in eine Unlichtattacke reinwechseln und gleich mal ja, einen schönen Boost bekommen, was seinen Angriff angeht. Konzentrator verhindert dann Zurückschrecken, was in ziemlichem Kontrast zu Felsenfest liegt, aber ist ja auch nur in der Megaform zuständig und damit noch nichts, worüber wir reden müssen. So, wie ist es jetzt am intelligentesten, Galagladi zu spielen? Ich würde zunächst vorschlagen, dass man einen Expertengurt nimmt. Das hat einfach der Grund, Galagladi hat schon einen sehr hohen Angriff und so werden sehr effektive Attacken nochmal um 20% verstärkt. Und da man Galagladi mit möglichst vielen unterschiedlichen Attacken spielen sollte, lohnt sich das. IVs sind natürlich so empfehlenswert, das heißt, wenn sie auf Init-Angriff und 4 auf Verteidigung. Die Verteidigung ist ja durchaus wesentlich schlechter als die Spezialverteidigung, daher den ein wenig immerhin pushen und ein hartes Wesen zusätzlich noch, denn er muss ja vor allem schnell und stark angreifen, seine Init hängt etwas hinterher. So, jetzt ist die Idee, dass man zunächst mal zwei Stab-Attacken hat, Psychoklinge und Nahkampf, die relativ stark sein sollen. Dann hat man zwei Optionen, entweder Schwerthans oder Protzer. Protzer gibt halt noch zusätzlichen, ja, gute physische Verteidigung dazu, aber steigt halt nicht so stark wie bei Schwerthans. Man muss sich halt überlegen, ob man physische Verteidigung wirklich braucht oder haben möchte. Oder ob man nicht so sagen soll, dass er möglichst schnell angreifen kann. Da kann man alternativ natürlich auch ein frohes Wesen geben, weil sein Angriff schon hoch ist, aber das muss man sich überlegen. Und das zu umgehen, sollte man ihm aber auf jeden Fall Schattenstoß beibringen. Denn Schattenstoß hat ja die schöne Erstschlaggarantie. Und kann er bekommen, indem man, beziehungsweise kann es durch Vererbung bekommen mit Zwirrfinst, Banette, Krippuck oder Pumpkin zum Beispiel. Das ist eine relativ gute Kombination, würde ich mal sagen. Wie gesagt, man kann es aber theoretisch auch mit dem frohen Wesen tatsächlich spielen. Dazu dann ein anderes Mal mehr. Und eine andere Sache dann noch, die man tatsächlich auch nehmen kann, ist, dass man ihn tatsächlich eher defensiver spielt. Dass er trotzdem aus dieser defensiveren offensive angreift. Natürlich mit der Fähigkeit Redlichkeit, wo dann erneut die Idee ist, dass man ihn zunächst in eine Unlichtattacke reinwechselt, seinen Angriff so pusht. Dann EV sein 52 auf KP, Spezialverteidigung, 4 physische Verteidigung. Da haben wir KP und Spezialverteidigung schon mal sehr, sehr gut abgedeckt und muss dann eben noch schauen, dass man bei der physischen Verteidigung einigermaßen drin bleibt, zudem ein sachtes Wesen. Also man merkt schon, man geht da sehr stark auf Spezialverteidigung. Die KP, ja, wie gesagt, man muss eben schauen, dass man die physische Verteidigung richten kann. Dann ist die Idee, man setzt zunächst Protzer ein. Protzer erhöht den Angriff dann nochmal und auch die physische Verteidigung. Und das sollte man dann, indem man eben aus diesen KP und der physischen Verteidigung heraus angreift, mehrmals machen. Und dann direkt Ableithieb einsetzen, um die KP, die man bis dahin verloren hat, wieder zu bekommen. Und anschließend mit Psychoklinge und eben Ableithieb drauffordern, Step-Attacken und Nachthieb bezüglich Type-Coverage. Das ist, finde ich, eine wirklich gute Kombination auch. Einmal eben defensiv, einmal offensiv. Auf jeden Fall hat Galagladi interessante Ansätze, war aber leider aus der Generation 5 rarely used. Kommt doch nicht wirklich an Mega Meditalis vorbei, muss man sagen. Wir werden uns dann das gleich noch für die Megaform anschauen. Weil Mega Meditalis einfach wesentlich besser dasteht, sage ich mal. Aber trotzdem ist er definitiv ein interessantes Pokémon und auch mit seinem Psychokampftyp bevor Mewtwo da war, auf jeden Fall etwas sehr, sehr Einzigartiges, was ich definitiv schon immer cool bei ihm fand. Das sind wir wieder bei Pokémon Omega Rubin. Ja, Zeit, dass wir diese doch ein wenig kurze Arena verlassen. Na, fühlst du dich cool? Boah, jetzt sind wir fast schon zu hell. Die Helligkeit hier hat sich überhaupt nicht geändert. Ja, aber weißt du, der Schatten hinter diesem Tresen, ich bin's einfach nicht gewohnt jetzt, die ganze Sonne. Aber weißt du was, deine Zukunft wird auch hellstrahlend sein. Oh, das ist wunderschön. Dankeschön für diesen lieben Zuspruch. Okay, gut.
Vielleicht sind die beiden Pokémon Center. Not the baddest idea, würde ich mal sagen. Dann. Weil ansonsten glaube ich, ist es ein bisschen so, ja, nicht so glücklich. Würde ich mal von mir geben. Zum heutigen Facebook-Fail des Tages. Man hat ja immer wieder sehr, sehr lustige Fails. Und natürlich möchte ich dann mal wieder niemanden persönlich angreifen. Ich fand es nur sehr lustig, dass ich vorhin relativ... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, lassen wir mal so. Moment, er hat noch keine jetzige Item gefunden. Tropien, ich bin enttäuscht. Auf jeden Fall, ich fand schon sehr lustig, denn ich habe auf Facebook einen sehr unfreundlichen Post bekommen, dass ich doch bitte nicht so viel Pokémon spammen soll. Ich meine, wenn man mal von den üblichen Modalitäten absieht, dass man sich dabei komplett unverschämt verhalten hat. Moment. Die berühmte Wattmalerei der Höhle stellt Ereignisse dar, die sich vor tausenden von Jahren zugetragen haben. Finde ich es echt lustig, dass man sich bei mir über zu viel Pokémon beschwert. Ist ungefähr so, als würde man sich darüber beschweren, dass der Nikolaus Nüsse und Mandarinen vorbeibringt. Ach so, darüber wird sich beschwert. Oh. Shit, damit hat sie wohl meine ganze Argumentation in Luft aufgelöst, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist jetzt nicht böse an diesen Menschen gemeint, dass er sich wegen Pokémon beschwert. Vielleicht eher, dass es komplett unhöflich war und unverschämt, aber das ist was anderes. Nee, das ist jetzt nicht in dem Sinne böse, sondern einfach nochmal zur Aufklärung. Das hier ist größtenteils ein Pokémon-Channel und hier wird auch viel Pokémon kommen, einfach weil es, das finde ich, beste LP von mir ist. Oh, hi. Oh. Cool. Aber. Hä? Der kommt jetzt schon? Aber auf jeden Fall cool, dass man das Bild sieht. Hat ein bisschen so The Legend of Zelda The Wind Waker Style. Findet ihr nicht auch? Und der überlegt auch gerade. Wo ist die epische Einspielmusik von Wind Waker? Du, das frage ich mich auch. Darauf hätte ich jetzt echt Bock gehabt. Naja. Von der reinen Bildgewalt dieser Wandmalerei aus zu urteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben. Und seine Form erst. Sie ähneln der uns bekannten Mega-Entwicklung. Aber irgendetwas an ihr ist anders. Ja, das muss ich unbedingt näher untersuchen. Ich spüre irgendwas. Oh. Und du bist? Ich bin der Caleb. Ein Cooper? Nein, ich bin Caleb! Ah. Freut mich, Cooper. Ich bin Caleb! aber, man weiß doch, dass nur Cooper-Panzer tragen. Jetzt hätte ich was vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Troy, Cooper. Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich landauf, landab durch die weite Welt. Nanu, hast du etwas für mich? Etwa einen besonderen Stein aus dem Pilzkönigreich? Alter, ich bin kein Cooper und ja, ich habe hier einen Brief, warte. Oh, du hast ihn in deinem Cooper-Panzer aufbewahrt, nicht schlecht. Dankeschön. Dafür, dass du dir extra die Mühe gemacht hast, mich aufzuspielen, hast du dir eine Belohnung verdient. Ja, das war jetzt nicht sonderlich schwer, um von dir zu probieren, Safir. Lass mich mal überlegen. Ah, ich hab's. Ich möchte dir diese TM schenken. Sie nennt Stahlflüge, meine Lieblingsattacke. TM51 Stahlflügel. Oh, das ist cool, dass man das so früh im Spiel kriegt. Sehr geil. Also wenn man jetzt einen Schwalboss hat, dann hat man dabei definitiv eine gute Attacke gegen Gestein-Pokémon. Ach, übrigens, Cooper. Darf ich dich fragen, ob du irgendetwas beim Anblick dieser Wandmalerei empfindest? Ich meine, du als kleine Schildkröte. Bei etwas derart majestätischem. Selbst ein flüchtiger Blick auf dieses Kunstwerk aus der Urzeit verrät, welche Ehrfurcht die unvorstellbare Kraft des legendären Pokémon in unseren Vorvätern weckte. Allerdings hat dein Pokémon-Team keinerlei Grund, sich vor ihm zu fürchten, Cooper. Es scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Wenn du und dein Pokémon-Team so weitermacht wie bisher und beim Training nicht nachlässig seid, dann könnt ihr eines Tages sogar den Gipfel der Pokémon-Liga erklimmen. Ja, ich kann mir dir sehr gut als künftigen Champ vorstellen. Woher weißt du das? Du hast mich doch noch gar nichts machen sehen. Jeder weiß, dass Cooper gute Pokémon-Trainer sind. Naja,
Ich muss mich beeilen. Auf bald und viel Erfolg. Definitiv sehr, sehr cool, dass man diese Story hier eingebaut hat. Auf dieser Wandmalerei sind wie es mal gewaltigen Ausmaßen abgebildet. Höchstwahrscheinlich ein Pokémon, das alles ringsum in blinder Zerstörungswut dem Erdboden gleichzumachen scheint. Auf beiden Namen hat es ein Symbol, das wie ein Omega aussieht. Kaiokre! Okay, der Soundeffekt ist komisch. Aber trotzdem, schauen wir uns das mal an. Es sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Das Omega ist natürlich auch sehr interessant. Ob das so eine Art Anspielung sein soll, dass zu dieser alten Zeit griechisch gesprochen wurde in Höhen. Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv mal eine interessante Überlegung. Wenn man sich das so überlegt, ob deswegen Omega, Rubin, Alpha, Saphir die Namen gewählt wurden. Also dass es nicht nur was damit zu tun hat mit Anfang und Ende etc., sondern ob dieses Omega tatsächlich sowas Urzeitliches auch bedeuten soll, weil unsere Antike geht auf die Griechen zurück. Gut, die japanische jetzt nicht unbedingt, wenn man mal ehrlich ist, aber trotzdem. Und das ist schon sehr erstaunlich. Ich nehme an, hier bekommt die richtige Granithöhle, wenn ich da hochgehe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen sein soll. Allerdings frage ich mich dann, warum ich jetzt schon Blitz bekommen habe, weil ich brauch's irgendwie überhaupt nicht. Also das war ein bisschen merkwürdig, muss ich tatsächlich zugeben. Aber gut, das war jetzt sehr schnell und im Grunde hat sich überhaupt nichts getan. Hab zwei Kämpfer oder so bestritten. Das hatte ich mir alles etwas anders vorgestellt, aber ich finde es gut, dass die Story erweitert wurde. Ich habe schon mal gesagt, dass ich es bei Rubin Saphir schade fand, dass die Story zwar echt gut war, aber die Hintergrundstory, zum Beispiel anders als in Gold, Silber und Kristall vernachlässigt wurde, wo die mit den legendären Hunden einfach viel besser aufgearbeitet wurde, oder auch Dialga Palkia. Und ja, das hat man hier wirklich toll erweitert. Das könnte richtig gut werden. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den Brief abgegeben? Jo. Ach ja, ich habe eine Nachricht von Mr. Trump von der Devon Corporation erhalten. Er bittet dich, die Devon-Waren in der Werft von Captain Brick in Graffitport City abzuliefern. Was? Ich hab die Waren nicht. Doch, hast du. Er hat sie dir um deinen komischen Cooper-Panzer gesteckt. Ich bin kein Cooper. Ja, wie auch immer. Darf ich dich mitnehmen? Ja, komm, geh mal. Graffitport City soll es sein. Anker gelichtet, Peko, mein Schatz, wir stechen in See. Ja, das tun wir in der Tat. Also los geht's. Und oh, jetzt sehen wir endlich mal wieder eine Überfahrt. Ja, jetzt sehen wir eine Überfahrt. Das finde ich aber schade. Weil ich fand das richtig cool, dass man Rubin Saphir da diese Überfahrt praktisch gesehen hat. Es fehlt mir hier ein wenig, muss ich zugeben. Ahoi, wir haben in Graffitport City angelegt. Jetzt kannst du Captain Brick die Devon-Ware vorbeibringen. Joa, das kann ich in der Tat machen. Route 109 Wasserroute. Jetzt, das ist interessant, weil Wasserroute war nur ein inoffizieller Begriff, der von Fans gebraucht wurde. Und naja, jetzt hat man das scheinbar hier standardisiert, mehr oder weniger. Was ich, wie gesagt, sehr interessant finde. Aber gut, Game Freak lernt ja auch von den Fans. Das wissen wir ja jetzt schon länger. So, ich bin im Moment so ein bisschen zwiegespalten, wen ich jetzt aktiv trainieren soll. An und für sich hat Talon die besseren Attacken, aber natürlich ist Talon einfach schwächer als Gag-Arbor. Also, da gibt es nichts, was man machen könnte, um das irgendwie zu umgehen. Ich meine schon, viele Trainer es hier gibt. In Rubin gab es hier 13. Beziehungsweise, wenn man das Standards dazu zählt, 16. In Smaragd sogar 16. Wenn man das Standards dazu zählt, 19. Oh, Moment. Da kriege ich bestimmt wieder Fangpunkte. Ja, ich hätte Fangpunkte gekriegt. Naja. Immerhin können wir so wieder das alte Bild sehen. Ja, Winkel, wundervoll. Ich weiß natürlich nicht, ob ich alle versteckten Items hier finde. Das möchte ich gleich sagen. Das ist für dich. Bisschen harsch, aber danke, du. Pudersand auch noch. Versteckt Bodenattacke um 20%. Sehr geil. Wir nehmen allen Sand vom Strand und bauen damit eine ganz große Burg. Und dann sind wir Königin und König. Du darfst unser Diener sein. Oh, wie großzügig. Danke. Eine tolle Sandburg zu bauen dauert ganz schön lange. Ja.
Das glaube ich. Ich habe nämlich ja vorher auch natürlich Sandburgen gebaut. Hat jeder als Kind. Also ich kenne zumindest niemanden, der keine Sandburgen als Kind gebaut hat. Ist einfach cool. Pokémon mit gleichem Level haben nicht unbedingt identische Statuswerte. Pokémon, die von Trainern betreut werden, werden angeblich stärker als wilde Pokémon. Zumindest steht das angeblich. Weil in den ersten beiden Generationen wurde das immer so ein bisschen lapidari vermittelt. Dass die Pokémon stärksten, die von Trainern trainiert werden, immer stärker sind als die von den Wilden. Und wenn man den Pokémon auf Level 100 fängt, auf Level 99, wird es auf Level 100 immer schlechtere Statuswerte haben, als wenn man es von Level 1 an trainiert. Also wenn man es von Level 1 an trainiert, hat es am Ende die besten Werte. Das hat natürlich nicht nur so halb gestimmt, weil das natürlich an den EVs leid, die aber auch mit Level 99 noch absolut alle verteilt werden konnten. Und da, wie gesagt, war es etwas Larifari. Von daher ist es gut, dass die hier, ja, das schon relativiert haben. Ich glaube, jetzt hier natürlich ein wenig rum. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wo alle Items sind, weil, ja, das ist die ganze Optik hat sich, weil ein Rubin, Saphir und Smaragd würde ich wahrscheinlich vieles wiedererkennen, so wie auch ein Pokémon-Kristall. Aber hier, nee, eher nicht so. Ich, werde mich eher darauf konzentrieren, die zu holen, sobald ich ein Item-Radar habe. Den gab es, glaube ich, früher beim Metaflur-Tunnel hinten. Werde ich mir da noch näher anschauen. Ist übrigens sehr schön, dass Sandwirbel nicht wirkt. Pokémon, die man hier finden kann. Versteckte Pokémon. Das ist ja immer noch dieser Wert, den ich nicht ganz verstehe. Zu 60% ein Quabbel. Zu 5% Grabby. Grabby ist ein hervorragender VM-Sklave. Kann man sehr gut jetzt schon verwenden. Kleine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen, das strengt an. Aber meine Kinder sind bei meinen Pokémon. Da sind sie gut aufgehoben. Naja, obwohl. Ja, du hast gerade irgendjemanden ziemlich gedisst. Ich weiß auch nicht, ob du die Kinder oder die Pokémon gedisst hast. Ja, und dann kommen schon editionsexklusive Pokémon, nämlich Algit 35% in Omega-Rubin und Herzog, ich meine Scampisto zu 35% in Alpha-Saphir. Yo, Trainer, bist du in Eile? Musst wieder fort? Erfrisch dich doch an Papasort. Einfach nur Papasort. Best. Strand aus. Heiße Kämpfe am Strand. Trainer, deren Herzen das Feuer der Leidenschaft brennt, hereinspaziert. Wie gesagt, in Rubin und Saphir waren hier 13 Trainer außerhalb und in Smaragd 16 Trainer außerhalb. Drei waren immer hier drin, gegen die man dann random kämpfen kommt. Drehen wir erstmal mit dem. Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mare zu mir sagen. Mare, du Meer. Okay, sorry, das war ein altes Lied, was wir in Latein durchgelernt haben. Ich liebe nichts mehr, als heißen Pokémon kämpfen zuzusehen. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. So, sorry, jetzt habe ich angefangen. Jetzt muss ich das kurz durchziehen. Mare, Maris, Marie. Muss ich gerade selbst überlegen. Mare, Marie. Maria, Marium. Maria. Maribus, Maria, Maribus. So, jetzt hab ich's. Ja, Latein ist eine Kunst für sich. Aber wird definitiv, wenn man später in den wissenschaftlichen Sektor gehen will, nützlich, weil unsere ganze abendländische Kultur beruht auf diese Sprache. Größtenteils natürlich auch auf Griechisch. Aber Griechisch hat nicht so eine lange Wirkungsgeschichte. Also, es ist jetzt nicht das Schlimmste, wenn ihr es in der Schule lernt. Wenn ihr euch vielleicht denkt, Französisch bringt euch mehr. Ich sag mal so, wenn ihr später viel, wenn ihr später herumreist und irgendwelche Vorträge halten müsst, vor dem EU-Parlament oder sonst was, würde ich Französisch wahrscheinlich mehr prägen. Wenn ihr mehr neue Sprachen lernen wollt, würde ich erst sagen, bringt euch Latein mehr, weil man da lernt, Grammatik zu verstehen und natürlich, wie gesagt, auch wenn ihr in der Wissenschaft sein möchtet, aber es führt jetzt etwas weiter ans Thema vorbei. Was da liegt, Giftspitzen aus, okay. Das ist definitiv mein Zeichen, dass ich Gag-A-Beutig einwechseln sollte, weil er verträgt das nicht sonderlich gut, um das mal neutral auszudrücken. Übrigens, ich nehme das jetzt auch von meinem neuen Zimmer auf. Hat alles wunderbar geklappt bezüglich Umzug etc. pp. Und ich habe jetzt auch hier WLAN eingerichtet, was bedeutet, dass ich jetzt auch was Pokémon etc. angeht wieder voll im Rennen bin.
Hat alles wesentlich besser funktioniert, als ich befürchtet hatte. Da bin ich wirklich froh, dass das ohne größere Probleme verlief. Muss ich nur noch kurz einen Internetcheck machen, ob das auch hier geht. Aha. Okay, hier scheint es immerhin mehr Trainer zu geben, muss ich tatsächlich feststellen. Was ungewöhnlich ist. Das Halbstarke. Okay, die Trainerklasse gab es davor definitiv noch nicht. Halbstarke. Das ist mal die epischste Trainerklasse ever. Ja gut. Hier bringt mir natürlich Psycho... Quatsch, Zehnkopfstoß überhaupt nichts. Sobiris war ja ein Pokémon, was... in Generation 3, 4 und 5 zwar schwach war, aber keinerlei... Was? Ich wollte doch gar die Zurückhaltung einsetzen. Naja gut, da E-Scan eingesetzt hat. Aber keinerlei Schwäche hatte, was ein Vorteil war. Leider wurde mit dem Feentyp nicht auf dieses Balancing geachtet, weswegen er jetzt eben diese Fee-Schwäche hat. Das ist ein bisschen blöd, weil damit sein Konzept mehr oder weniger den Bach runtergefahren ist. Er sollte nämlich niedrige Werte haben, aber dafür keine Schwäche haben durch den Unlicht-Geist-Typ, die sich sehr gut gegenseitig negieren. Also von daher ist es etwas schade, dass, wie gesagt, das Konzept... Okay, das ist ein bisschen aggro, oder? Dass das Konzept etwas aus den Fugen geraten ist. Aber ansonsten, ja, hat er immer eine Mega-Entwicklung zur Kompensation gekriegt. Das hat Krippuk nicht, auch wenn Krippuk tendenziell schon immer besser war als... Warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? What the fuck? Aber ihr wisst, wen ich meine. Zobiris. Wie ist das mir jetzt der Name nicht eingefallen zum Geier? Weil da muss ich jetzt leider berühren. Und es wird auch nicht sehr effektiv sein, was für mich jetzt ein bisschen ein Problem ist. Aber ich habe die Walze schon nicht sehr effektiv und, naja, gar nicht effektiv. Also insofern entscheide ich mich mal lieber für die andere Variante. Das ist nicht gut, weil das ist jetzt sehr... Ein Volltreffer? Ja, ach du Scheiße. Hätte doch gleich zu Gengar wechseln sollen, aber ich dachte, das schafft er. Das liegt auch daran, dass ich immer noch nicht gescheit in meinen Kopf reingekriegt habe, dass Unlicht jetzt sehr effektiv gegen Stahl ist. Immer wenn ich mit Stahl draußen bin, habe ich irgendwie so das innere Gefühl, ich bin sicher. Gut, er ist natürlich auch Psycho, aber trotzdem habe ich jetzt nicht so eine Panik, wenn ich zum Beispiel mit Bisaflor und Glurak gegenüberstehe. Es ist einfach mein Fehler. Ich hab's doch nicht richtig hinbekommen, wie es sich hinsetzt. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Omega Rubin. Danke für Daumen hoch, ne? Und das nächste Mal schauen wir, was wir hier für eine Belohnung erhalten. Ich freue mich auf euch. Bis dann.